Ihr wolltet es, ihr bekommt es und vor allem ich wollte es. Tauboss mit Flügelschlag. Ich habe hier 200er komplett gepusht auf Level 50. Und das eine hat Windstoß, ist eine Eventattacke. Und das hier hat Flügelschlag, ist eine Legacy-Attacke. Ich glaube nicht, dass das eine Eventattacke ist, sondern einfach eine, die man nicht mehr normal bekommen kann. Und damit werde ich heute spielen. Das Team ist nicht wirklich zum Nachmachen oder so. Ich habe auf die Schnelle, muss ich sagen, nichts Ideales mit Tauboss gefunden. Und PvPoke hat als Kombination für Tauboss irgendein Kampf-Pokémon rausgespuckt. Und dachte ich mir, hey, Mosquito ist doch auch genial. Und viele von den anderen, wie zum Beispiel Irokex, habe ich gar nicht, noch nicht gebaut. Und Relaxo geht immer. Wenn man nicht weiß, was man reinnimmt, Relaxo tankt ein bisschen. Oh, Schlinking gefällt mir, du gefällst mir. So, genau, Flügelschlag. Zweier-Move, Energie ohne Ende. Und wir setzen genau so ein und werden dann in, ich glaube, in Relaxo rüber und schauen, was passiert. Das ist eben das Gute. Man kann mit Sturzflug, senkt seine Verteidigung, aber hat dann ein Pokémon, was aushält. Und damit, ja, seht euch das an. Was war denn das für ein Schaden? Oh, 3, 4, 5. Oh, okay. Du gönnst mir das aber noch. Und ich liebe das Team des Gegners. Sorry, ich habe gesagt, ich weiß, ich werde es nicht mehr so oft erwähnen, aber Schlinking, beide Typen gegen Fee. Und er hat einen Lauchzellot hinten. Okay. Wirst du Sturzflug haben? Wollen wir es riskieren? Mit Mosquito rein und nicht schilden. Ich werde trotzdem einmal schilden, aber dann hätte ich mit Mosquito reingehen sollen. Nachthieb, okay. Das wäre drüben nicht so effektiv gewesen. Sehr ärgerlich. Die Leute spielen nicht mit den genialen Movesets, wo man ein bisschen Spaß haben kann. Oh, dann hätte ich drüben aber komplett. Die Konter hätten nichts gemacht und ja, schade. Das war ärgerlich von mir. Das war sehr ärgerlich von mir. Und hier habe ich einerseits mal eine Sofortattacke hergeschenkt. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Und oh, wunderbar. Wunderbar. Ich werde nicht einsetzen. Oh, perfekt. Was ist denn da jetzt los? Na gut, ich werde dich nochmal abschwächen. Ich kann mich nicht jetzt mit Kraftkoloss runterballern. Wir machen einfach nur die ganze Zeit anfallen. Aber genau, ah, wenn ich gewusst hätte, dass du nicht Sturzflug hast oder zumindest nicht einsetzt, dann hätte ich natürlich hier ideal. Da wäre mein Plan komplett aufgegangen. Heieiei. Na gut. 4 nochmal anfallen. Keine Ahnung, ob das die Möglichkeit ist oder ob ich zweimal hätte Kraftkoloss machen sollen. Aber das plus die Sofortattacken. Wir versuchen es. Vielleicht kann ich noch. Oh, Moment, ich kann ja dann noch raus. Um meine Senkungen zurückzusetzen. Schauen wir mal, ob wir das machen sollen. Okay, Gegner gibt auf. Ich weiß nicht, für mich war das noch knapp, oder? Ich bin auch jemand, der gibt gerne auf, um Zeit zu sparen. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ein Galaflunschlick mit 2 Schilden gegen meinen Tauboss sehe und der Kampf ist sonst vorbei, dann gebe ich auch auf. Aber das? Du hattest noch einen Schild? Ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht war das schon gelaufen, aber für mich in meinem Kopf eher noch nicht. Aber was weiß denn ich schon? Und leben wir nicht in schönen Zeiten, wo Tauboss rundum brauchbar ist? Also sowohl Mega-Entwicklung, ich habe das Ding andauernd aktiv, wenn gerade kein Event ist, weil die Typ-Kombi einfach so genial ist. Na, 4. Ja, das ist ein bisschen. Na, aber okay, du setzt schon davor ein. Also kein Steinhagel. Na, lassen wir. Na, und Fee, was habe ich denn gegen dich? Gegen dich habe ich nichts. Bitte nicht schilden. Ansonsten wären die Daunenreigen sehr wichtig gewesen. Okay, perfekt. Ja, schön. Schön, 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 schön. Das ist gut. Aber das, oh, das Macho, das wird noch Probleme verursachen. Das ist, glaube ich, nur ein Psychoschock. Den nehmen wir
die Attacke, ich darf nicht vergessen, meine Pokémon zu entwickeln. Da habe ich auch ein Felinara für die Hyperliga. Mit guten IV. Endlich. Hatte ich noch nie. Na so. Jetzt kommen mal zwei Attacken rein. Du bist bei 7, glaube ich. Jetzt bei 7. Also 5 hast du ausgegeben. 8, 9. Und ich würde mir, glaube ich, Taubos gerne aufheben. Nein! Oh, perfekt. Okay, okay. Jetzt ist es wunderbar. Was mache ich? Was mache ich? Beide Typen schwach gegen Flug. Was tust du mir an? Hilfe! Kann ich mir die zwei Schilde irgendwo mitnehmen nächste Season? Okay, das war doof. Eigentlich meine einzige Möglichkeit zu gewinnen ist, glaube ich, dass der Gegner nicht den Sturzflug schildert. Auf der anderen Seite, du bist jetzt so abgeschwächt. Vielleicht kann ich irgendwie runterfarmen. Oh, du bist dreimal abgeschwächt. Komm. Ach Quatsch, das ist gegen beide Typen effektiv. Leute, was wollt ihr? Was wollt ihr? Mosquito, Mosquito, Mosquito. Das gibt's doch nicht. Das ist dieses eine Pokémon. Ich habe zwei Schilde. Ich habe mir alles aufheben können. Ach, herrje. Eieieiei. Also wirklich dieses eine Pokémon. Ja, vielleicht gibt es noch was anderes mit Flügelschlag, aber das war ja nicht Flügelschlag, sondern die andere Attacke, die ich da gezeigt habe. Sorry, diese ganzen Flug-Sofort-Attacken, da blickt ja keiner mehr durch. Luftstoß, oder wie? Na, auf Englisch kann ich euch die alle sagen, Gast. Aber ja, Slimog. Okay, das war bitter, das hat so richtig gescheppert. Verrückt, schade. Na gut, nächster Kampf, Alola Slimog. Bei Taubos, das ist gut. Da muss man nicht wirklich überlegen oder mitzählen, sondern man erreicht genau die Attacken bei perfektem Timing. Na und heute erleben wir kaum Schilde. Das ist gut. Ich dachte, vielleicht kann ich eine Unlichtattacke abfangen. Ich meine, Typ Finsternis, sorry. Oh, das ist ja noch besser. Säurespeier. Ey, bitte. Wenn ihr mit Standpauke spielt und dann Säurespeier als Ladeattacke, habt ihr eigentlich gelebt? Ich weiß es nicht. 3, 4 und 5. Da hat man doch nicht gelebt, oder? Standpauke macht keinen Schaden. Und Säurespeier basiert darauf, dass man Schaden macht. Aber vielleicht ist es so eine Strategie, du lockst. Also wenn jemand wechselt, machst du noch schnell Säurespeier und haust dann ab. Oder keine Ahnung. Das war... 2 Säurespeier habe ich drauf. Okay. Na und nun hat dieses Giratina eine Energie bis übermorgen. Na und die kann es... Ja... Ich glaube, Relaxo tankt das noch besser weg. Und dann fahre ich komplett runter, habe 100 Energie. So machen wir das. Das wird es. Gut. Okay. Das war der Schattenstoß. Kann schon mal passieren. Nicht sehr effektiv. Wenn man das nicht weiß. Also finde ich wirklich nicht schlimm. Die ganzen Typeffektivitäten. Da blickt ja keiner mehr durch bei all diesen Typen und Pokémon. Na, viel geändert hätte es vermutlich sowieso. Na, aktuell nicht. Wenn der Gegner mir das erlaubt, dann werde ich echt komplett runterfarmen. Aber dieses andere komplett. Und wenn man sich sein Taubos noch aufhebt, am Ende dann mit Daunenreigen, das kann schon krass sein. Da kann man dann Matchups gewinnen, einfach weil der Gegner nicht mehr raus kann. Und sein Angriff komplett in Grund und Boden versetzt wurde. Wirklich ideal, ich habe so circa 100 Energie. Besser hätte... Okay, oh Moment. Es ist dieses Ding. Dieses Ding, das nichts aushält. Jetzt muss ich so timen, dass der Gegner nicht abfängt. Ein Schlecker. So. Und... Dann wirst du jetzt sofort drücken oder noch ein bisschen was machen. Noch 2 Schlecker. 1, 2. Abfahrt. Ey, wann setzt du mal ein? Boah, ich glaube, ich opfere es. Es macht absolut kein Schild hier zu schilden. Es macht keinen Schild hier zu schilden. Wow.
wie overpowered bin ich denn? Na, jetzt haben wir genau das, was ich gesagt habe. Okay, aber du drückst sofort. Na, und zwar hätte ich dich nun mit Daunenreigen abschwächen können. Boah, ja, Galaflunschlick wäre ein Problem gewesen. Das Ding nicht. Das ist Galaflunschlick auf Wish bestellt. Das kann keinen Kraftkoloss wegstecken. Und ich glaube sogar, Galaflunschlick überlebt fast zwei. Obwohl mit Schleckerschaden nicht mehr, aber... Jo, was nicht bedeutet, dass Stalobor schlecht ist. Auf keinen Fall, es teilt dafür viel mehr Schaden aus, aber von der Defensive her ist Stalobor Galaflunschlick auf Wish. So in der Art, okay. Ja, ich weiß nicht. Doppelsäurespeier und dann mich schon so viel Energie holen lassen, da die Energie ausgeben. Ich weiß nicht, ob das die gute Wahl war. Also wenn ihr Standpauke nehmt, ich würde Säurespeier nicht empfehlen, keine Ahnung. Da sehe ich so den Sinn nicht dahinter. Kabukime. Interessant, okay. Bin ich mir unsicher? Na, weil mit Mosquito mache ich da gar nichts. Ich glaube, ich mache wieder die Strategie Sturzflug und dann abhauen. Bei Kabukime vorne ist oft entweder ein Fiaro oder ein Registi... Oh nö! Wieso erwischst du mich im Gleichstand? Das tut jetzt schon ein bisschen weh. Da ist entweder ein Dingenski... Oh, Kobalium, ja, geht auch in Ordnung, stahlmäßig. Das geht auch in Ordnung. Dann hoffentlich kein... Was heißt hoffentlich? Kein Registil ist hier vermutlich dann mehr drin. Und wir setzen den Kraftkoloss ein. Werden wir einen Schild bekommen oder nicht? Das werden wir erfahren. Okay, wir bekommen keinen. Und ich darf aber jetzt keine doofen Sachen machen mit Body Slam, den du überlebst und dann runterfarmst oder so. Ich glaube. Und hoffe, dass ich runterfarmen kann, bevor du eine Steinkante hast. Oh, das Kabukime werde ich nicht los. Das ist ja mal richtig doof. Das habe ich mir nicht gut vorbereitet. Wie soll ich denn das... Das ist, glaube ich, nur Sanktoklinge. Wie soll ich denn das Kabukime loswerden? Verloren? Ich hätte den Surfer schilden sollen. Ich will mich nicht abschwächen. Und ich will auch nicht raus. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich bleibe hier drin. Oder soll ich jetzt raus? Okay. Moment kurz, ich muss schnell überlegen. Du hast doch nur Pflanze und Kampf, oder? Ich schilde aber die erste, weil die tun am meisten weh. So, dann gutes Timing. Alles klar. Boah, ich glaube, wäre gut gewesen für den Gegner einfach Kabukime noch schilden, oder? Dann werde ich abfangen. Genau. Aber jetzt, wenn du nicht ganz auflädst, kannst du dir deine Energie wieder zurückholen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, eine Attacke bekommst du noch. Gut. Eine Attacke bekommst du noch. Drei und... Oh. Ich meine, das ist egal, weil ich schilde sowieso nochmal. Aber... Das wird noch eine enge Hausnummer. Ne, glaube ich. Ich kann den Schaden nicht einschätzen. Ist auf jeden Fall nicht sehr effektiv. Aber schauen wir mal. Einer wird jetzt reinkommen. Einer wird auf jeden Fall reinkommen und ich kann auf den Kraftkoloss gehen. Das werde ich überleben. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, einfach die Schilde für Taubos. Aber ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Weil die Kampfattacken leider neutral sind und dann kannst du mich vielleicht auch runterfarmen. Ja, perfekt. Perfekt. Viridium. Hey, das war Kobalium plus Viridium, Team. Interessant. Gefällt mir die Kombi. Schöne, kann man sogar, glaube ich, auch kombinieren hinten drin, oder? Ja. Macht Sinn. Verlieren beide gegen Feuer. Da vorne hast du Wasser. Perfekt. Gefällt mir. Hey, das Team gefällt mir echt gut. Ich glaube, das Team gefällt mir wirklich gut. Gegen Elektro verlierst du vorne und Viridium-Typ Pflanze. Boah, das Team gefällt mir richtig gut. Oder bedenke ich irgendwas nicht? Ich glaube, das hört sich solide an. Das hört sich auf jeden Fall solide an. Dann
Fliegen wir beide rum? Na und? Der Plan ist, glaube ich, derselbe Plan wie immer. Na und hier kann es immerhin kein Gleichstand sein. Dingenskirchen und abhauen. Rüber in Relaxo. Dann bin ich zwar mit Giftzahn schon abgeschwächt, aber macht nichts. Ey, wie wenige Leute schilden, es ist so schön. Es ist wirklich schön, weil alle darauf trainiert sind. Hey, da kommt immer nur Daunenreigen rein, weil ja wirklich immer nur Daunenreigen reinkommt. Außer ihr kämpft gegen Schilling. Skaraborn. Okay. Vielleicht hätte ich... Hätte ich Kraftkoloss, dass ich mich abschwäche, aber das macht kaum Schaden. Aber vielleicht chillest du sowieso. Okay, du chillest nicht. Dann war Body Slam schon korrekt. Ich glaube... ich weiß nicht. Ich muss die... Obwohl, ich glaube, die Attacke ist wirklich schwach. Ich schild mal nicht. Oh, perfekt. Jetzt schaffst du nur eine. Dann schild ich doch. Ich war gerade hin und her gerissen, das Gute ist. Mosquito, Kampf nicht so effektiv und so weiter. Oh, du hast offenbar nicht mal die Gesteinattacke. Ich glaube, ich mache den hier. Geh rüber und schilde nicht. Was war nochmal vorne? X-Bad und das hat auch nichts mehr. Ja, perfekt. Na, aber kann ich das mit Konter runterfarmen, das X-Bad? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich werde nicht schilden. Der Gegner baut so weit auf. Ich rate dir, geh nicht auf Energieball. Es klingt verlockend, aber würde ich nicht machen gegen mich. Okay, mach's auch nicht sehr gut. Na und Mosquito beweist, dass es einfach overpowered ist. Gegner kann aber jetzt noch abfangen, das muss ich aufpassen. Und er wird's machen und versuchen. Da bin ich mir sicher. Und da kommt es auch schon. Oh! Das habe ich nicht bedacht, dass das so viel macht. Moment, jetzt wird's noch knapp. Ich hätte vielleicht sofort einsetzen sollen. Okay, das habe ich echt nicht bedacht. Ja, macht keinen Sinn zu schilden. Ist sowieso noch ein Giftzahn. Oder Spukball, freue ich mich. Oh, Rückkehr? Boah, nein. Oh, Rückkehr wäre es gewesen. Dann hätte ich geweint. Bei Rückkehr hätte ich geweint. Nein! Oh, letzte KP. Also, ich hätte keine Attacke mehr überlebt. Boah, das habe ich... Mosquito... geht so schnell down durch Flugattacken. Ich meine, klar, ja, gegen beide Typen effektiv, ich verstehe es schon, aber... ich dachte echt, ich kann da gemütlich runterfarmen. Dass der Gegner geschildert hat, war, glaube ich, 500 IQ. Das X-Bad hatte kaum noch KP, aber der Schild, der war es auf jeden Fall wert. Ist denn schon Weihnachten? Ja, aber hallo! Aber Hallöchen! Ein legendäres? Dass ich da... mit dem ersten... was? Wo sind wir denn hier gelandet? Niantic ist schon Weihnachten? Okay. Eventuell, weil ich gegen Kobalium gekämpft habe. Nein, Quatsch. Aber schön. Man munkelt so, dass es wieder Legendäre gibt. Als PvP-Belohnung. Habe ich schon von einigen jetzt gelesen. Ja, genau. Das waren interessante Kämpfe. Am besten hat mir echt Kapukime... mit Kobalium Viridium hinten gefallen. Das hört sich solide an, glaube ich. Für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.